Servus miteinander und willkommen zu dem Special von 500 Abonnenten. Aber 500 Abonnenten sind es schon nicht mehr, es sind jetzt schon 600 Abonnenten. Ihr habt mich total geflasht. Es ist ja Hammer. In 2 Wochen fast 110 Abonnenten. Danke für diesen Trust und danke, dass ihr mich so unterstützt. Ich finde das mega geil. Also ich bin auch wirklich dafür, dass es nach oben geht und zwar relativ schnell. Aber danke nochmal für das Ganze, für diesen ganzen Rückhalt von euch. Also ich weiß, damit umzugehen. Und jetzt kommen wir mal zum Special. Und das, was wir machen, ist jetzt erstmal, was macht man, wenn man ein bisschen intimer wird? Man geht aufs Klo und geht kacken. So, und deswegen nehme ich euch jetzt einfach mal mit aufs Klo. So, und was hängt da? Da hängt die Klopapierrolle des Lebens. Denn ich erzähle euch heute, wie so mein Leben ist. Und zwar gemalt auf einer Klopapierrolle. Ja, angefangen hat alles in dem Krankenhaus in Starnberg. Dort wurde ich geboren. Und ich habe eine Schwester, die ist 10 Jahre älter und eine Mama und einen Papa. Und nachdem wir aus dem Krankenhaus raus waren, habe ich mein Leben erstmal in der Färberei von meinem Vater verbracht. Oder besser gesagt, wir haben oben drüber gelebt. Und, oder besser gesagt, meine Eltern. Und habe dort meine Kindheit verbracht und ich hatte relativ viel Platz und konnte schön Fahrrad fahren und. Ja, und ja, ich spule mal ein bisschen weiter vor, dass man mal ein bisschen fast forward macht. Ich kann mich an meine Kindheit nicht mehr so groß erinnern, aber ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern und zwar an meine Kindergartenzeit. Und zwar kurz bevor ich eingeschult wurde, habe ich einfach keine Lust mehr gehabt, im Kindergarten zu bleiben und ich habe meine Freunde gefragt, im Kindergarten, ob die mich nicht einfach über den Zaun heben, weil ich habe keinen Bock mehr und will nach Hause gehen. Ja, und dann habe ich meine Sachen gepackt, die haben mich über den Zaun geschmissen und ich bin dann einfach durch den Wald an der Isar entlang zu meinen Eltern gegangen. Die haben sich natürlich mega Sorgen gemacht, ja, und wussten halt nicht, was los ist, was mit dem kleinen Pimpf da los ist und was der da macht. Und ich bin dann halt nach Hause gelaufen und die haben sich halt, ja, haben mich schon ganz schön zusammengeschissen. Und ja, meine Kindergartenlehrerin hat mir so eine richtig krasse Ohrfeige gegeben. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Ja, dann hat die Schulzeit angefangen. In der Grundschule war ich jetzt nicht so beliebt, weil ich immer so der Typ war, der im Endeffekt eigentlich immer frei rausgesagt hat, was er gedacht hat. Und ja, wurde dann immer so mit Tannenzweigen und Tannenzapfen beschmissen und geschlägert und allem drum und dran. Also die Zeit war nicht so cool. Und dafür hatte ich aber... Mein Vater hat dann im Endeffekt mich dann zum Kartfahren mitgenommen und hat mir das Motorradfahren beigebracht. Also ihr merkt, das war schon in den sehr jungen Jahren schon, dass ich sehr viel mit Motoren zu tun hatte. Und ich habe dann in der Schule jemanden kennengelernt, das war der Fan. Und ja, und der hat mir einiges beigebracht, so mit Computern und wie man es programmiert und. Und dann waren wir halt sehr oft beim Spielen und haben uns halt dann näher kennengelernt. Ja, und meine Eltern, die haben sich halt immer gestritten und ja, halt meistens über die Firma. Und dann war das halt irgendwie immer so unlustig für uns beide, also für meine Schwester und für mich. Und ich habe halt die Zeit halt dann beim Daddeln verbracht und allem drum und dran. Ja, und eines Tages wurde ich halt dann extrem krank. Und zwar, ich habe epileptische Anfälle bekommen. Und konnte nicht mehr gescheit reden und ja, war alles irgendwie doof. Und ich habe dann halt auch viele Kernspin-Untersuchungen gemacht. Für die Leute, die das nicht kennen, das ist so eine Röhre mit einem Magnetfeld, wo das Hirn dann oder der Körper im Endeffekt dann in Scheiben geschnitten wird. Oder halt, wie soll ich sagen, auf Bildern in Scheiben geschnitten wird. Und da hat man herausgefunden, dass da halt ja, Tumore oder Zysten drin sind, und wobei Zysten, da kannte man damals noch nicht, sondern nur Tumore, und dann hat meinen Eltern gesagt, ja, ihr Sohn hat nicht mehr lange zu leben und stirbt, und meine Eltern haben halt alles versucht, und dann gab es einen Doktor, und der hat gesagt, ja, warte mal, das sind ja eigentlich Zysten, und das kann man behandeln, und ja, das dauert halt nur seine Zeit, aber bis dahin ist das, ja, nicht so cool. Ja, damit war halt auch die Rennfahrerkarriere erledigt und allem drum und dran und ja. Und so musste ich halt dann immer Tabletten schlucken. Und diese Tabletten, die haben mich halt ganz schön kirre gemacht. Also mich hat einfach gar nichts mehr interessiert und im Endeffekt haben die Hirnströme minimiert und dadurch
wurde ich halt irgendwann, ja, so irgendwie so ein Etwas, was nur noch in der Ecke rumflackte. Ja, und nach ein paar Jahren ging es mir dann besser. Wir haben dann die Tabletten absetzen können und ich habe auch keine epileptischen Anfälle mehr gehabt. Ja, und dann bin ich auch wieder zur Schule gegangen und war halt hauptsächlich bei meiner Oma nach der Schule. Und die war so im Endeffekt so für mich wie die zweite Mama und die hat für mich gekocht und wir haben zusammen Hausaufgaben gemacht und ich hatte eine sehr, sehr schöne Zeit. Also ist bis mir immer noch meine Lieblingsoma. Und ja, und dann haben sich meine Eltern getrennt und meine Schwester ist nach Passau weggefahren zum Studieren und ist dann zu ihrem Mann gezogen, den sie dann geheiratet hat. Und ja, und ich habe dann halt meine Ausbildung gemacht nach der Hauptschule, weil ich habe nur die Hauptschule dann gemacht. Vorher war ich auf dem Gymnasium, aber das hat ja wegen den Zysten nicht so hingehauen. Dann habe ich die Hauptschule nachgemacht, habe mein Abi, mein Quali gemacht. Und bin dann direkt zu einer IT-Firma gegangen. Ja, und das lief auch ganz gut. Ich habe mir ein Auto gekauft und hatte eine Wohnung und hatte eine Freundin. Und ja, und dann komme ich eines Abends nach Hause und was macht die? Die vögelt einen anderen. Ja, und die habe ich dann einfach gleich mal direkt von Anhieb einfach aus der Wohnung rausgeschmissen. Und hatte dann auch gleich danach einen Autounfall. Und irgendwie habe ich das irgendwie alles nicht mehr so hingekriegt. Und hab mein Leben auch nicht mehr so im Griff gehabt und bin dann nach 3 Jahren wieder nach Hause gegangen. Und habe bei meinem Vater wieder in der Färberei angefangen und habe dort eine Kaufmannslehre gemacht. Ja, und ich wollte halt einfach immer schon wieder was mit IT zu tun haben, weil mir einfach die IT gefallen hat und weil es mir einfach, ja, weil IT einfach geil ist. Und habe dann ein Fernstudium begonnen und also erstmal mein Abitur nachgeholt, ja. Und zwar in Mathe, Physik und Chemie. Und bin dann in ein Fernstudium ein Semester gegangen in der FH Berlin. Und habe dann, also so ein, ja, und das Fernstudium hat mir dann irgendwie nicht so getaugt, weil es mir einfach zu theoretisch war. Und dann dachte ich mir halt einfach, ja, okay, brichst es ab und machst lieber eine Ausbildung. Und habe eine Ausbildung dann bei einer großen IT-Firma oder besser gesagt bei der Agentur gemacht. Und die hat die Emotion damals für BMW erstellt. Und ich habe mich dann um die ganze IT gekümmert als Auszubildender mit ein paar anderen. 3 Jahre lang. Und als ich das dann fertig hatte, oder besser gesagt, während ich diese Ausbildung hatte, habe ich ja gerade mal 450 Euro verdient, hatte aber auch schon meine eigene Wohnung. Das heißt also, ich habe in der Nacht noch gearbeitet und habe meine eigene Firma gegründet. Und das war The Helper. Und The Helper sollte im Endeffekt dann einfach nur Webseiten generieren erstmal und einfach mal habe ich dann am Abend nach der Arbeit habe ich dann meine eigene Firma weitergeführt. Und bin aber trotzdem sehr viel Motorrad gefahren. Ich hatte damals eine Yamaha TRX 850 aus dem Baujahr 1996 und die habe ich auch umgebaut später dann. Und eines Abends oder eines Nachmittags habe ich jemanden kennengelernt vom ADAC. Und der ADAC hat mich gefragt, hey du, möchtest du nicht Motorradinstruktor werden? Naja, und Motorradinstruktor hat mir schon gepasst und dann dachte ich mir, ja, okay, warum nicht? Und habe dann die Ausbildung gemacht zum Motorradinstruktor und dann haben sie mich direkt gebucht am Pannonia-Ring auf der Rennstrecke und bin dann dort fast jedes Wochenende gewesen und habe da halt dann ein bisschen Geld verdient. Aber im Endeffekt reich wirst du nicht. Du hilfst halt nur anderen Menschen, dass sie besser fahren können. Und deswegen habe ich mir immer die Anfänger oder die Mittleren genommen, nie die Extremen, weil die wollen sich nur beweisen, hatte ich das Gefühl jedenfalls. Und also ich kann immer nur empfehlen, geht auf den, also wenn ihr Rennstrecke fahren wollt oder wenn ihr schnell fahren wollt, geht auf die Rennstrecke. Das ist mega geil und sicher. Ja, und eines Abends, wo ich mit dem Motorrad nach Hause gefahren bin, vom Pannonia-Ring aus, habe ich so eine Motorradgruppe gesehen und bin dann stehen geblieben, habe mit denen gequatscht und die haben mich dann direkt auf eine Party eingeladen, auf eine Geburtstagsparty. Und da habe ich dann die Josie kennengelernt und die hatte auch dieselbe Maschine, hatte auch eine TRX 850. Und das hat sofort bei uns gematcht und dann sind wir auch relativ schnell zusammengezogen. Das waren ein paar Wochen vielleicht.
Und da waren wir dann erstmal gute 10 Jahre zusammen. Und in diesen 10 Jahren sind wir sehr viel gefahren. Wir waren in Frankreich, wir waren in Österreich, wir waren in Spanien, Italien, wir waren in Kroatien. Und wir haben sehr viel Spaß gehabt. Und Josie hat da auch sehr viel schlucken müssen, glaube ich, weil es waren teilweise auch schon ganz schön krasse Sachen. Aber es war immer wieder lustig und hat Spaß gemacht. Ja, und dann sollte es die große Tour werden. Wir wollten Norwegen haben in 2 Jahren. Und Norwegen sollte vielleicht auch nicht das Ende sein, sondern es sollte der Anfang zur Weltreise werden. Und das war schon jahrelang so ein bisschen in meinem Kopf, aber nie so in Reichweite, weil ich mir immer gedacht habe, ja, warum und wie sollst du es dir leisten und allem drum und dran. Und das war halt auch damals eine andere Zeit. Und wir haben halt dann gespart gehabt und haben gesagt, okay, weißt du was, wir können auch alles aufgeben und können einfach losfahren. Ja, und wir hatten dann sehr viele Unfälle in der Zeit und der größte Unfall oder der Unfall, der dann alles verhindert hatte, war dann eine Woche vor dem Motor, vor der Losfahrt. Und zwar waren wir einfach beim Motorradhandler und wollten einfach nur unsere Reifen, unsere neu aufgezogenen Reifen abholen, mehr nicht. Und ja, und dann kamen wir halt ins Benzingespräch mit unserem Dandler und der hat dann gemeint, ja, Einzylinder ist scheiße und Vierzylinder und Dreizylinder und Zweizylindermotoren, ja, was ist da jetzt das Beste? Und dann stand da so eine KTM, so eine 500er, so eine Exec. Und also, ja, ist eine Dreckskarre und die geht nicht an. Und ich hatte ja selber eine Husaberg 501, so wusste ich ja schon, dass man das irgendwie speziell anmachen muss. Und dann meinte ich so, komm, lass mich das mal antreten und ich kann das schon. Und bin halt mit Schlappen auf das Moped gegangen und die war halt ohne, ja, die hatte halt noch einen Deko-Hebel und bei mir hatte die ein Autodeko bei der Husaberg. Also wusste ich nicht, dass wenn sie eine Fehlzündung macht, dass ich dann noch schnell ziehen müsste, um den Druck wegzunehmen, ja, und tritt halt rein und habe eine Fehlzündung und der Kickstarter geht mir einmal durchs Bein und durchtrennt mir halt die Hauptschlagader und den gesamten Muskel und bricht mir das Bein. Ja, und dann lief das auch relativ schnell raus und Josie, weil die ja Arzthelferin war, hat mich dann auch in Klammern gerettet und auch mein Bein und dann wurde ich operiert. Aber das hat dann 20 Wochen gedauert, bis ich überhaupt mal wieder gehen konnte. Und damit war halt auch die Weltreise gegessen. Und Josie meinte, wollen wir denn nicht eine Familie gründen? Und so haben wir uns dann irgendwann entschieden, eine Familie zu gründen. Also sind wir umgezogen in eine größere Wohnung. Und ich habe mir eine neue Firma gesucht, um noch ein bisschen mehr Kohle zu verdienen. Ja, und dann kam der große Tag, wo Pia geboren wurde. Und Pia, meine, ja, jetzt schon fast 6, 7 Jahre alte Tochter bald, ne, wurde geboren. Und wir waren sehr glücklich und es kamen halt dann andere Zeiten zu auf uns. Und ich war aber halt meistens dann müde und weil ich halt auch noch, ich wollte halt auch noch reisen und ich wollte halt noch viel, und ich hatte halt viel Arbeit und allem drum und dran. Das war alles sehr viel für mich. Und ich hatte irgendwie keinen Ausgleich mehr für mich, wo ich meine Energie geschöpft habe. Und wir haben uns dann halt entschieden, dass wir uns halt dann trennen, weil das halt einfach für mich dann einfach nicht mehr funktioniert hat. Wir haben zusammen die Beziehung beendet. Und ja, und dann habe ich die Firma gekündigt und habe dann angefangen, mein Motorrad zu packen und bin dann losgefahren und bin dann im Endeffekt die Balkantour gefahren und war dann 2 Monate unterwegs, mich auch wieder selbst zu finden und um wieder Kraft zu schöpfen. Und es war eine sehr, sehr schöne Zeit, aber ich hatte immer Kontakt mit der Pia und ich habe halt dann auch noch in der Zeit gearbeitet, um halt jetzt irgendwie für die Tour halt auch unser Geld zu verdienen. Ja? Und damit war auch der Anfang von dem YouTube-Kanal. Also ich hatte den früher schon, also ihr seht ja schon, der Kanal, der gibt es jetzt schon seit 20 Jahren, aber, oder wie gesagt, der Account gibt es seit 20 Jahren, aber ich habe da nie was gepostet und jetzt zum Beispiel, und da habe ich dann angefangen, aktiv YouTube-Videos hochzuladen
und meine Blogbeiträge zu veröffentlichen. Es gibt auch welche anderen, die alten, die findet ihr auch noch auf meiner Webseite, also frankiesreisen.de. Und dort sind auf meinen Reisen täglich die Zusammenfassungen, was ich so erlebt habe, wen ich kennengelernt habe und wie mein Leben ist. Und ja, und die Reisekasse wurde halt dann durch The Helper dann im Endeffekt finanziert. Ich habe halt dann während der Fahrt gearbeitet und habe das Geld auch an die Josie geschickt und bin dann auch ja, fast 30.000 Kilometer gefahren in den 2 Monaten. Und zwar sehr viel Offroad auch. Ja, und irgendwann war halt die Sehnsucht von der Pia so groß geworden, dass es halt nicht gereicht hat, nur irgendwie zu jetten oder Video zu jetten oder normal zu jetten und oder Fotos anzuschauen. Und mich hat es halt immer mehr und mehr nach Hause gedrückt. Und ich habe dann in Albanien die Marion kennengelernt, also die kennt ihr ja, mit ihrer Beta. Und nach ein paar Tagen zusammen rumfahren war uns klar, ja okay, wir werden öfters und länger miteinander rumfahren. Ja, und so entschlossen wir uns, weil sie musste auch wieder heim, entschlossen wir uns, okay, wir fahren jetzt nach Hause und ich besorge mir wieder eine Arbeit und habe aber noch nebenbei noch meine Firma. Und dort arbeite ich aber nur von Montag bis Donnerstag, 32 Stunden. Und in der Zeit, wo ich weg war, hat die Josie den Bernhard kennengelernt. Und die haben jetzt auch geheiratet und haben auch noch ein weiteres Kind. Und so leben wir halt jetzt gerade so, dass halt die Pia freitags bei mir ist. Und Samstag, Sonntag habe ich Zeit, um Motorrad zu fahren und meine Sachen zu erledigen. Und ja, und damit ist das halt eigentlich eine sehr gute Kombination. Ja, und derzeit ist es halt so, dass die Marion bei mir jetzt lebt und wir im Endeffekt zusammen Motorrad fahren und YouTuben und Instagrammen und bloggen und die Pia bei der Josie lebt, mit dem Bernhard und ihrem kleinen neuen Wurzel, dem Xaver. Und ja, und so ist das bis jetzt und wir schauen mal, was weitergeht. Und ich freue mich sehr auf eure Kommentare und auch auf ein Abonnieren oder auf Likes. Und ja, ich freue mich schon auf den nächsten Shit, der hier auf dieser Klopapierrolle passieren wird. Also, passt auf euch auf und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, Servus, euer Frankie.